Folge Nummer 11 von Avorion. Wir haben unser Minischiff hier wieder, das machen wir mal gerade so, wo wir letztes Mal mit unterwegs waren. Wir brauchten da noch Energie. Jetzt weiß ich nicht mehr genau, wie das war. Lass uns mal gerade nochmal in den Baumodus gehen. Wir haben hier 1,24 Gigawatt. Und was brauchen wir, ist die Frage. Wo kann ich das wieder rumsehen? Hier wahrscheinlich. Nötige Berater, erzeugte Energie 1,24, benötigte Energie ist 300, achso, wir haben ja Dingens ausgebaut, sag schon, das Bergbausystem, deswegen brauchen wir nicht so viel Energie da. Jetzt müssen wir nochmal gucken. Achso, erzeugte Energie ist 1,24 Gigawatt und benötigte Energie 1,05, dann reicht das ja schon, was wir gemacht haben. Ich dachte, wir hätten noch weiter ausbauen müssen, wohl dann nicht, aber es könnte sein, wenn die Batterien leer, die Akkus leer sind, dass es dann anders aussieht, ne, kann das sein. Lass mal gerade ein bisschen Speed machen, dann geht der ja runter. Oder? Ja, jetzt geht er runter. So, und jetzt können wir mal nochmal reingucken, weil wenn er jetzt auflädt, ja, wenn er auflädt, hat er zu wenig Energie, so sieht's aus. Jetzt ist die Frage, wann, jetzt hat er wieder den Dreh gekriegt, dass er auflädt, alles klar, sollte also funktionieren. Was machen wir, das ist die Frage. Ist das ein großer Stein da? Nee, ne? Nee. Nur zwei Asteroiden übereinander wahrscheinlich. Wir wollen mit diesem Teil jetzt weiter abbauen. Und wenn wir das Bergbausystem ja drin haben, dann kann der das eigentlich tun. Das bedeutet, wir gehen auf eine Karte. Und ach so, der Thomas Stehler hatte geschrieben. Er markiert sich hier alle Blips, wo die sind. Und wenn die Blips hat, dann lässt er den Discoverer hier lang oder Explorer hier lang fliegen. Und der guckt sich dann die Blips alle nacheinander an. Macht eine Befehlskette. Würde dann natürlich am meisten Sinn machen, wenn man da natürlich auch ein Dingens hat. Wie heißt es? Einen größeren Hyperraumbereich, ne? Naja, okay, das kriegen wir aber auch noch hin. Wir gehen mal... Der baut ab. Der soll abbauen, den steuern wir und das ist hier der Explorer. Dann würde ich jetzt sagen, gehen wir erstmal in den rein. Gehen in unseren Discover. Lassen jetzt hier unseren Dingens auf der Karte abbauen, den Miner, den wir gerade hatten. Und abbauen. So, dann kann der sich da oben beschäftigen, ne? So, und hier sind wir jetzt mit den Blipsen, ne? Wie wir sehen, sind hier ganz viele Blipse. Das bedeutet... Achso, der soll da oben abbauen. Ich hoffe, das macht er noch. Abbauen. Habe ich den jetzt abgewählt, oder? Warum ist das Kästchen jetzt da? Bau mal ab. Also, okay, da wollte ich jetzt nicht hin. Jetzt gehen wir wieder in eine Karte rein. Ich hoffe, das passt jetzt. So, wir sind mit dem jetzt hier. Wir haben hier einen Blips. Sektor markieren. Sektor markieren, Sektor markieren. Achso, diese Zeichen sind dann die Markierer. Früher konnte man da Notizen machen, oder vertue ich mich jetzt? Tja. Ah, wenn ich es anklicke, kann ich es notieren. Alles klar. Gut. Das bedeutet jetzt, ich muss... Oh, hier sind Piraten im Sektor. Das ist nicht gut. Wo ist denn unser zweites Schiff? Da. Also wir müssen jetzt in den da rein. In Schiffsektor wechseln. Wechseln wir dahin.
Und wenn wir da sind, dann gehen wir hier hin und sagen ihm, dass er irgendwo hinfliegen soll. So, das würde bedeuten, er soll mal nach da fliegen, dann nach da. Ah, jetzt ist es, wie macht der Thomas Stehler das, dass er das den zweiten Befehl dahin gibt? Shift, ach Shift, ich habe Steuerung die ganze Zeit gemacht, alles klar, dann kann das auch nichts werden, ne? So, wenn er da ist, dann soll er nach da fliegen, dann nach da, dort, 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 da, da, okay, mehr geht wohl erstmal nicht. Dann haben wir schon was entdeckt und so weiter und so fort. Vielleicht sind auch zu viele Sprungziele dann das oder so, weiß ich nicht. Dann gucken wir nochmal. Nee, mehr geht gerade nicht. Dann lass ihn erstmal so fliegen, das ist ja schon mal gut. So, er macht da meinen, er macht da meinen. Sollte alles funktionieren. Und wir sind jetzt in diesem Sektor und gucken uns da mal um. Was gibt's denn hier so Schönes? Handelsposten, da unten sind tausende von Schiffen, die sich gerade bekriegen. Das ist gut, da wollen wir auch gar nicht zwischenkommen. Oh, das sind ganz schön große Schiffe. Da unten Handel haben wir gesagt, da oben Tore. Und das ist ein Südwesttor und ich glaube, das war ganz gut, das zu nehmen. Naja, dann lass uns mal zum Südwesttor fliegen. Und schauen, dass wir da springen und gucken, wo wir hinkommen. Hier gibt es ein paar Aufgaben, aber das machen wir jetzt nicht. Wir müssen schauen, dass wir weiterkommen. Ach so, der Ryan Solle oder so ähnlich hat, ich weiß nicht, ich spreche ihn mal so aus, das habe ich daraus gelesen. Und der hatte sich die Folge 6 angeguckt und in Folge 6 ist es wohl so gewesen, dass wir automatisch mit einem Schiff da durch die Gegend transportiert worden sind. Und er meinte, das wäre wohl so, dass wenn man an einer Station zu nahe ist, dass dann, dass andere Schiffe anlegen können, da weggeschubst wird sozusagen. Dafür war das Ganze wohl gut. Der Automatismus des Spiels hat da gegriffen. Damit die anderen andocken konnten. Ich habe zwar keine gesehen, aber egal. Ja, jetzt sehe ich hier auch nicht so wirklich was, wo ich sagen würde, will ich haben, ne? Hier war ja nix. Waffen, Waffenfabrik, Zulieferer, Ressourcen. Da ist alles nix. Tore gibt's da. Ich glaube, wir nehmen das Südtor. Und das Südtor ist da. Dann fliegen wir da mal ins das Südtor rein. Südtor nach Mystic Treasure Alf. Alpha wahrscheinlich. Sehen wir gleich da oben. Weil Beta sind wir gerade drin. Oh, da parkt einer vom Tor. Gut, sind wir drin. Aber wir müssen immer noch gucken, dass wir stärker, besser, schneller werden, ne? Okay, hier gibt es irgendwo eine Besonderheit. Ist das da links? Ne, oder da unten, ne? Ist das ein dicker, fetter Strocken? Ne, ne? Ne. Da. Ist das einer? Nee. Irgendwie muss hier was sein, auf jeden Fall. Fliegen wir mal in diese Richtung. Sektor wird einer Fraktion angegriffen. Schon wieder sind sie nur am Kämpfen. Ja, das da ist er doch, oder? Jo, das ist der Stein der Weisen. Und genau in der Nähe sind gerade diese beiden Fraktionen, die jetzt da rumballern. Gefällt mir jetzt gar nicht, ne? Aber wir wollen von euch nichts, ne? Wir fliegen nur nah, aber wollen nichts. Ihr lasst uns doch bitte in Ruhe, ne? Ich möchte nur hier gerade diesen Asteroiden einnehmen und mehr will ich gar nicht machen. Ihr schießt um mich rum bitte und lasst mich in Ruhe.
So, dann haben wir den eingenommen und ja, Mine gründen ist zu teuer, ne, oder? Hat sich nichts geändert. Über 6 Millionen brauchen wir für den Ölbohrturm. Das heißt, Asteroiden verkaufen, oder? Ja, 70.000 nehmen wir jetzt erstmal an und weg ist er. Ja, hat gut geklappt. Ich glaube, ich bin davor geflogen, oder? Hier ist irgendwie zu viel Ballerei. Ich glaube, wir hauen mal besser ab. So, was ist das blau markierte jetzt? Noch der Asteroid? Ja, noch der Asteroid. Okay. Dann schauen wir mal. Wir fliegen noch nach Süd-Südwest. Das ist das Nordtor. Da sind wir hergekommen. Da wollen wir nicht hin. Da rechts ist noch ein Tor. Ne, da sind wir zu weit. Da ist es. Süd-Südwest-Tor, unser Tor, wo wir durch wollen, oder? Der Blips da oben ist auf jeden Fall weg. Das ist hier, sag schon, so, wir können ja mal unser Schiff in den Vordergrund holen, damit wir sehen, wo wir sind, ne? So, da rein. Jetzt müssen wir gleich, wenn wir da sind, noch mal gucken, wo, wie weit der andere schon geflogen ist. Ah, daneben klicken ist auch doof, ne? So, nochmal. Ach, der hat noch reichlich zu tun. Alles klar, dann brauchen wir da nicht uns kümmern erstmal. So, wir sind einen Sektor weiter. Computer. Okay, ganz viele Computerfabriken. Und zwei Tore. 67 Asteroiden, das ist ja nix, ne? Und der weite Sprung geht nach da. Ist das das Tor dafür? Ost-Südost-Tor, das spricht dafür. Man könnte natürlich hier gerade noch gucken. Was wollen die denn da zum Beispiel haben? Ressourcenknappheit, 150 Prozessoren. Okay, da hätten wir richtig, könnte man richtig Kohle machen, wenn man das hätte. Haben wir aber nicht. Wir fliegen erstmal da rein und gucken in den nächsten Sektor. Schauen wir uns mal da um. Okay. Handelsposten, Handelsposten, Ressourcendepot. Da unten ist noch ein Tor. Credits, Gate Pass free for the ship right on. Okay, Server, du hast eine neutrale Zone betreten. Du hast eine neutrale Zone betreten. Weiß ich, wo der mobile Händler ist. Ist der hier oder wo? Was hat denn der? So, der handelt das, alles klar. Ne, den brauchen wir jetzt nicht. Ja, angezeigt wird auch nicht, dass hier was Besonderes ist. Ja, komm, das hat keinen Sinn. West-Nordwest sind wir hergekommen. Südost wäre unser nächster Weg dann. Ist das Tor natürlich. Da geht es aber nicht mehr viel weiter, ne? Springen wir den einen noch dahin gerade und schauen, was da uns erwartet dann. Da war Titan. Egal. Egal. Kurz in das Tor rein. Müssten schon ziemlich weit außen sein, ne? Da dürfte bald schon nichts mehr sein. Interessante Station hier, ne? Ja, auf jeden Fall ist hier ein Ausrüstungsdock. Das ist das, was uns interessiert, oder? Dreifach Point Defense MG Schützturm. Aber mit R ist hier nichts. Aber wir sind ja auch zu weit draußen wahrscheinlich. Verbessertes Handelssystem, Generatorabgabe, Schützkontrolle, Geschützenergie nach Schildkonverter, Transporter, Software, Schild, Schild, Schild. Ja, das ist jetzt nichts. Was macht denn das Handelssystem hier? Zeigt Preise aller Stationen im Sektor. Handelsrouten erkennen. Nein, ach okay, das ist zu billig. Ja, das bringt also leider nichts hier.
Gut, dann sind wir da schon durch. Lass mal gerade die Übersicht gucken. Biotop, Altmetallhändler, Gaskollektoren, Militärstation. Handelssystem haben wir ja schon drin, ne? Aber ein billiges. Ich glaube, das, was wir kaufen würden, wäre noch besser wie dieses hier. Lass mal gerade nochmal gucken. Wo ist denn das jetzt? Da oben. Ja, komm, das nützt so nix. Da komme ich jetzt nicht hin. Wieso ist denn das jetzt so doof hier? Irgendwas passt doch hier nicht, oder? Nochmal Ausrüstungsdock gucken. So, warte da. Das verbesserte Handelssinn. Preise von Gütern, Preisabweichungen. Was kostet es? 30.000. Komm, wir fliegen hin und holen uns das, glaube, oder? Lass mal gerade gucken, welches wir eingebaut haben. Das kann nur das erste. Deswegen holen wir uns das jetzt. Ach so, wir sind so weit rausgezoomt. Das, ja, jetzt komme ich dahinter. Alles klar. Jetzt haben wir es verstanden mit dem Fliegen, ne? Okay, dann fliegen wir gerade hier hin und gucken, dass wir das Handelssystem kriegen, weil das noch ein Tacken besser ist. So. Der Duckimport ist denn jetzt hier der nächste? Eigentlich der da oben. So, jetzt lassen wir uns da ranschleppen und dann gehen wir interagieren. Ausrüstung. Ich gehe lieber nochmal durch. Eisenbergbaugeschützung. Das Schiff eben, das hatte nur einen einzigen Dingens, glaube, ne? Kann das sein? Das sollten wir vielleicht nochmal in Erwägung ziehen, das zu kaufen und dann noch ausrüsten zu können. Ich weiß gar nicht, das andere, ob das noch was hatte. Jetzt sag nicht, das Handelssystem ist weg. Doch, da ist es noch. Hat er sogar zwei. Bei fester Installation nicht aktiv. Interne Verteidigungswaffen plus 22 Energieverbrauch, 1,5 GB. Internes Verteidigungswaffensystem fügt. Ach so, an, das ist. Ah, sowas ist das. Okay, damit keine. Sag schon, feindliche Übernahme durch Truppen stattfinden können. Quantum Hyperraumabtrieb, Radarreichweite plus 1. Kostet nur 450. Vielleicht in den Discover einbauen. Komm, das nehmen wir mit. Ein anderes ist ja jetzt hier gerade nicht, was besser ist, ne? Kostet auch kein Geld, können wir gerade uns mal leisten. Wir können das ja an unserem auch einbauen. Wir können diese billigen Dinge gerade mal kaufen und schauen zu, dass wir die jetzt gerade noch hier ins Schiff in Sektor wechseln. Das machen wir mal gerade. Das müsste ja gehen, oder? Und dann bauen wir das da schnell ein. In der Hoffnung, dass wir da genug Strom noch für haben. Aha, Baumodus. Was hat der hier drauf? Achso, der hat zwei Waffen drauf. Okay, das ist bei dem jetzt auch nicht gerade so entscheidend. Sondern das ist hier entscheidend. Und das war das Handelssystem, das bauen wir in unser Schiff ein. So, jetzt müssen wir nur gerade gucken, wie hier die Werte sind. Ja, zurzeit sieht so aus, als ob der ziemlich viel Strom macht hier, ne? So.
Jetzt haben wir dem sein Ding hier natürlich abgebrochen, ne? Naja, ist egal. Dann gehen wir mal da rein. Wechseln wir da mal hin. So, jetzt haben wir hier natürlich das alles abgebrochen, leider. So, der soll dahin fliegen. Da, da. Ist das schon größer geworden oder nicht? Na komm schon, so. Und da geht wieder nicht, ne? Kein Mensch weiß, warum das da nicht geht. So, wenn wir da sind, dann soll er da oben weiter gucken. Aber da sind wir erstmal gut unterwegs, ne? Jo, was haben wir hier jetzt mit dem hier? Der hat genug zu tun, genau. Und der hier sollten wir in dem Miner. Lass den erstmal arbeiten. Weil wir haben noch das Sprungsystem da. Plus eins. Warte mal, wenn wir das jetzt sehen und wenn wir den sehen. Das ist doch alles das Gleiche, oder? Nee, abbrechen will ich doch gar nicht. Na. So, jetzt aber. Meine 1 wird von einem Spieler gesteuert. Ach so, ich bin da schon drin, alles klar. Deswegen geht das nicht. Hat ja wieder gut geklappt, ne? Okay, das bedeutet, ach so, wenn wir da drinne sind, ne, dann können wir das doch auch mal gerade gucken, oder? Bergbausystem ist da drin, ne? Radarreichweite ist um 1 und nicht die Sprungreichweite. Ja, dann bauen wir es trotzdem ein. Wenn wir es schon haben für 450, dann können wir es auch gerade einbauen. Gut, das bedeutet hier rein. In den Sektor wechseln. Dem da oben wieder den Befehl geben, dass er abbauen soll. Weiter abbauen, alles läuft. So, und wir sind hier jetzt drin und gucken uns das nochmal an. Piraten greifen den Sektor an. Was ist das da? Militärstation, okay. Was haben wir hier gemacht? Achso, Ausrüstungsdock haben wir diese Klamotten aller gerade gekauft. Da sind Piraten irgendwo. Aber mit denen wollen wir gerade nichts zu tun haben, denke ich. Wir gucken mal, wo wir hinfliegen. Entweder nach da oder nach da. Da ist ein Tor. Nehmen wir das Nordwesttor. Nordwest ist doof, weil da sind wir hergekommen. Osttor nehmen wir dann. Auf geht die Reise Richtung Osten. Gut. Speed haben wir drauf. Oh, da räumt gerade einer Titanium ab. Voll cool. Ich weiß gar nicht, einer hat Bergbausystem gekriegt, der andere nicht, ne? Müssten wir auch noch was dran tun. Ja.
Auch interessant, dieses Flugobjekt. Kurz gucken hier. Gaskollektor, Mineralienextraktor, Solarkraftwerk, Wassersammler, Handelsposten. Hier ist nichts Besonderes. Unser Schiff ist hier stark genug für. Wo wollen wir hin? Fliegen wir weiter nach Osten. Notruf, 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 Notruf. Ich glaube, wir fliegen weiter nach Osten. Ist das das Osttor? Funktioniert ziemlich gut, das Osttor. Es ist das Osttor. Geht die Reise dahin, ne? Oh, wir müssen aufpassen. Hier sind Asteroiden, die man schlecht sieht. Und da ist Titan sogar gerade gewesen. Müssen wir ein bisschen hier beim Fliegen aufpassen. So, da geht die Reise hin. Ja, wir gehen in den nächsten Sektor, gucken uns dann da gerade noch einmal kurz um und dann sind wir mit der Folge auch schon wieder durch. Ich denke mal, dass hier nichts Besonderes ist. Ja, ist nichts. Auch ein Wurmloch ist hier. Wo ist das Wurmloch? Da, stark. Wenn hier auch nichts ist, aber ein Wurmloch ist hier. Und das führt uns ziemlich weit nach da. Und da sieht man noch gar nicht das Ende, ne? Und das Wurmloch, da fliegen wir mal nächste Runde rein, um einfach nur zu checken, wo wir wieder rauskommen. Damit wir das mal haben. Das kümmern wir uns aber in der nächsten Folge drum. Ich würde sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Der Thomas Steele, danke für den Kommentar. Das mit dem Blips habe ich dann ja auch gemacht und so weiter und so fort und die Strecke geplant. Und der Ryan Solle, danke nochmal, dass du mir den Tipp gegeben hast, dass das dann wohl dafür ist. Gut, dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Falls ihr noch keine Ahnung habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Kommentare wie immer herzlich willkommen. Danke an die beiden, dass die mir schon was geschrieben haben und kümmern wir uns weiter drum, das wäre super. Und ja, teilt auch das Video auf anderen Kanälen, dann kriegen ganz viele Leute mit, dass dieses coole Spiel Aborion hier zu sehen ist. Alles klar, bis dann. Ciao.